Hallo, hi, hi. Willkommen zu einem Stick with me. Das ist hier Professor Fantasies Bild von Professor Fantasy Design. Ja. Ich mach mal kurz Pause. Hi. Also, das ist hier Professor Fantasy Bild. Vom Professor Fantasy Design, wie das Bild aussehen wird und was ich mir da rausgesucht habe, sage ich euch nicht. Das sage ich euch erst, wenn ich ein Update mache. Dieses Bild wird auf 25 CT gestickt, im Vollkreuz. War nicht ganz freiwillig, aber gut. Wieso war das nicht ganz freiwillig? Ich hatte 18er da, glaube 1,50 Meter. Und ich habe mich komplett verrechnet und habe den Stoff zerschnitten. Und deswegen konnte ich es jetzt nicht auf 18er sticken. Aber ich wollte auch nicht warten, anzufangen. Also, ich hatte noch 25er Stoff da für meinen Opa, der jetzt darunter gelitten hat, dass da jetzt Professor Fantasy Design raufkommt. Also dieser. Ja. Es lässt sich ganz gut sticken. Macht Spaß weiterhin. Ich habe jetzt 3094 Stiche, um ganz genau zu sein. Ja. Ich habe letztes Wochenende gar nicht gestickt. Ich habe überhaupt keine Zeit gehabt. Also. Ich bin wieder involviert in allem und jedem und ja. Und da bin ich froh, wenn ich mich dann einfach mal hinlegen kann und gar nichts machen muss. Und so war das halt letztes Wochenende. Und bin aus der Nachtschicht gekommen und eh total im Tran und ja. Also irgendwie habe ich die letzte Nachtschicht überhaupt nicht gut weggesteckt. Schlecht geschlafen und ja. Hat auch viel damit zu tun, wahrscheinlich. Dass ich überraschend einen Anruf gekriegt habe. Ich habe ja Bewerbungen laufen gehabt, das habe ich euch ja erzählt. Und auf einmal ruft mich das Personalbüro an und sagt: Ja, haben Sie auf diese Stelle noch Interesse? Derjenige, der das machen sollte, ist abgesprungen. Ob ich nicht zum Vorstellungsgespräch kommen würde. Ich habe gesagt: So, ja, klar, die Woche ist halt ein bisschen schlecht, habe Nachtschicht. Wenn es unbedingt die Woche sein muss, dann eher abends. Und ich habe ein bisschen schnüpfige Nase. Also wenn ich mir mal das Näsel stauben muss, dann tut es mir leid. Aber es ist auch gleich soweit, deswegen erwähne ich es gerade. Der auf jeden Fall hat die angerufen, die Frau. Und ja. Habe gedacht, so, ja klar, würde ich machen. Können wir gerne tun und bla bla bla. Und das musste dann so schnell gehen, dass sie mich am nächsten Tag gleich eingeladen hat. Abends um 4:30 Uhr. Ah! Was für ein Gefühl habe ich? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Er hat sehr viel Fallen reingebaut, weil ich bewerbe mich ja jetzt auf eine höhere Stelle, wo man unter anderem auch technische Zeichnungen lesen können muss. Und ja, er ist dann mit zwei Teilen angekommen. Mit zwei verschiedenen technischen Zeichnungen, die ich dann zuordnen musste. Und ja, das war jetzt das Problem nicht. Da musste ich bestimmte Maße rauslesen. Aber ich war so aufgeregt, dass ich sie teilweise überhaupt nicht gefunden habe. Ich konnte ihm aber sagen, wie die Maße aussehen müssen. Auf der technischen Zeichnung, wie die gekennzeichnet sind. Und ja. Schwierig. Es war sehr schwierig. Auf jeden Fall hat er dann irgendein Teil von dem Bein rausgenommen und hat gesagt, ich soll was ausmessen. Und dann packt er so einen uralten Messschieber raus, mit dem ich natürlich nichts mehr anfangen kann, ja.
Also, ich kenne nur die Digitalmessschieber. Das ist das Einzige, was ich schon in der Hand hatte, und kein Uraltbacken-Messschieber, ja. Also, wie man die abliest und so, da hatte ich echt keine Ahnung. Und natürlich habe ich dementsprechend natürlich verkackt, ja. Also, er hat mir dann erzählt, wie man die abliest und wie man die dann am besten hebt und misst und was bedeutet mit den zwei Skalern. Und ach, ich habe es dann hingekriegt. Ich habe die Maße rausgelesen und auch, ja, schwierig. Also wie gesagt, absolut schwierig. Dann kamen dann halt ein paar komische Fragen. Aber es sind halt immer alles so Fragen, damit sie rauskriegen, wie du tickst, ja. Also ich weiß es nicht. Sie wollten sich diese Woche melden. Jetzt ist Freitag. Ihr werdet es jetzt noch heute Abend sehen, denke ich. Es ist Freitag und sie haben sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Also ich weiß nicht, was los ist. Ich habe keine Ahnung. Nehmen Sie mich nicht. Ich wollte Ihnen heute aber den Tag noch lassen, bevor ich selber anrufe, weil Sie haben gesagt, Sie rufen diese Woche an und die Woche besteht halt bis Freitag. Und deswegen werde ich nächste Woche Montag mal bei denen anrufen, wenn sie sich im Laufe des Tages des Montags nichts gemeldet haben. Ja, also ich habe Frühschicht. Werde die Frühschicht rumgehen lassen und werde mich dann melden. Einmal mal zu wissen, was jetzt hier eigentlich Phase und Fakt ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse es, in der Schwebe zu leben. Ich möchte klare Ansagen und klare Fakten haben. Ich hasse sowas. Dieses Larifari, das mag ich überhaupt nicht. Natürlich haben meine Arbeitskollegen das mitgekriegt und ja, es sind gemischte Gefühle bei ihnen. Ja, auf jeden Fall. Es sind da sehr gemischte Gefühle drin und es geht halt einfach darum, ne? Ich habe da Arbeitskollegen drin, mit denen schaffe ich schon ewig und sie würden sich natürlich sehr freuen, wenn ich es kriege, aber andererseits finden sie es auch schade, dass ich gehe, ja, also dass ich gehen würde, ja, also es ist ja alles noch in den Sternen. Ist alles etwas schwierig momentan. Ich bin immerhin schon 14 Jahre in dieser Abteilung, also 14, nee, 13. Und gehöre zum alten Eisen, ja, also ich bin einer von denen, der im harten Kern ist. Und ja, und ist alles etwas emotional. Wenn es jetzt schon so emotional ist, weiß ich jetzt nicht, was passiert, wenn sie mich wirklich nehmen, ja? Ja, schauen wir mal. Steht alles noch in den Sternen. Und man kann ja jetzt nicht wirklich was Genaues sagen. Ja, also müssen wir schauen. Ja. Das wollte ich euch erzählt haben. Das ist gerade los so bei mir. Und jetzt werde ich noch ein bisschen auf das andere Video eingehen, das letzte. Ihr habt sehr, sehr positiv reagiert. Ich habe da echt teilweise was anderes erwartet, was absolut toll von euch ist. Also vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Ich werde das hier jetzt auch im Namen vom Professor sagen. Wir sind im Kontakt. Wird es wieder Livestreams geben, weil es wünschen sich dann doch einige. Ich weiß es nicht. Also, er ist offen dafür, das hat er gesagt. Aber so richtig geäußert hat er sich jetzt auch noch nicht dazu. Also doch im letzten Video oder in dem heutigen Video, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Dass er wieder streamen möchte mit mir oder es vorhat. Aber wann das stattfinden wird, wissen wir nicht. Keine Ahnung.
Ich bedränge ihn da auch nicht, er soll das machen, so wie er denkt. Und ja, auf jeden Fall hat er sich sehr gefreut, weil er auch viel für ihn geschrieben habt, dass das so positiv alles gelaufen ist, also dass das so positiv aufgefasst worden ist. Und ich habe das ja vorher doch lieber mit ihm abgesprochen, ob ich dieses Video wirklich irgendwann mal online stelle. Und er hat gesagt so, nö, mach das ruhig, finde ich gut. Und deswegen ist dieses Video dann auch online gegangen, das letzte. Und ja, ihr habt ja super reagiert und er ist auf jeden Fall wieder offen für manche Sachen. Wie es jetzt wirklich weitergehen wird, kann ich euch nicht sagen. Weil, wie gesagt, er äußert sich nicht so wirklich dazu. Also er sagt zwar, ja, okay, streamen können wir gern mal wieder, aber sehr im Vorbehalt. Also sehr zurückhaltend. Ist ja okay. Kann ich mit leben. Also ich denke, da wird irgendwann mal wieder was stattfinden. Aber wann und wie und in welcher Form, keine Ahnung. Kann ich euch leider nicht sagen. Also ich stehe weiterhin mit ihm in Kontakt und ja. Ich wollte euch einfach für diese lieben, netten Kommentare mich bedanken. Da waren schon teilweise echt Hits dabei. Also ihr seid echt toll. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. In solchen Sachen bin ich nicht so gut mit diesem Emotionalen. Also ich bin da so, ich bin eher so ein Bauer, der so ein bisschen plump ist. Elefant im Porzellanladen, so ungefähr. Mit Emotionen habe ich es nicht so. Ja, also so, wie soll ich denn das beschreiben? So zu meinem Partner schon eher. Bin ich dann schon anders. Aber so richtig Emotionen zulassen, schwierig. Ja, das ist momentan so bei mir los. Also ihr merkt, es ist ganz schön viel los momentan. Ja, jetzt ist ja das Geschäft. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso die nicht anrufen. Ich habe keine Ahnung. Ich vermute, dass sie mich eventuell nehmen wollen und es gerade mit meinem Chef aushandeln, wie und was. Weil meine jetzige Abteilung kann mir eine 3-Monats-Sperre reinhauen. Das heißt, dass sie mich dafür 3 Monate behalten können, wie so eine Kündigungsfrist im Endeffekt. Ja, ich weiß auch nicht. Und sie da einfach Schwierigkeiten haben, aber dann verstehe ich nicht, wieso sie mir nicht einfach sagen, ja, okay, wir nehmen dich, ja. Also wieso rufen die nicht einfach an? Ja, alles klar, du bist stabil, ja. Also ich weiß auch nicht, es ist schon sehr komisch und ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll und ja. Es beeinflusst halt meine Zukunft und ja, und dieses, wie gesagt, dieses Ungewisse kann ich so überhaupt nicht leiden. Ich bin jemand lieber, der Fakten kriegt, also der klare Ansagen bekommt. Also ich hasse dieses. Es gibt ja immer so Leute, die drucksen dann rum und oh und ja. Ey, hast du das? Ich kann damit absolut nicht umgehen. Aber mein Mann weiß das inzwischen und der nimmt inzwischen auch schon Rücksicht drauf, ja? Dieses Rumrumrederei, ich hasse es. Lieber sagt man es mir direkt ins Gesicht, was er denkt. Anstatt mir irgendwie schön zu verpacken oder überhaupt nichts zu sagen oder mich irgendwie spüren lässt durch irgendwelche Taten,
Da denke ich jedes Mal, ey, Alter, was willst du jetzt eigentlich? Sag einfach, was los ist, mach eine Ansage und dann können wir drüber reden, ja? Also, so bin ich halt. Ja. Und wie ihr merkt, mir fallen mir dann solche Situationen, wo ich warten muss und in Ungewissheit lebe, richtig, richtig schwer. Also, am liebsten hätte ich am Montag schon angerufen. Aber das ist alles voreilig und viel zu schnell und ich will die auch nicht auf den Sack gehen. Und ja, sie haben gesagt, sie melden sich die Woche und ja, jetzt lasse ich das mal rumgehen und schauen wir mal. Ich habe schon zu meinen Arbeitskollegen gesagt, vielleicht haben sie mich vergessen. Vielleicht kriege ich eine Absage und sie haben mich einfach vergessen anzurufen. Ja. Was soll's? Da muss ich durch. Ja, das ist so jetzt momentan der Stand der Dinge. Ja. Werde ich irgendwann streamen? Ich weiß noch gar nicht. Ich habe mir da überhaupt noch gar keinen Kopf gemacht. Weil ich habe echt andere Sachen im Kopf gehabt jetzt momentan. Und ja, vielleicht streame ich mal am Wochenende. Ich muss gucken. Vielleicht hat auch Ibi Bock mit zu streamen. Ich muss gucken. Ihr wisst ja, ich bin da ja immer so Überraschungsfänger. Wie das so vornherein zu planen. Es geht einfach darum, wenn man es dann plant, ist es meistens so, dass dir irgendwas dazwischen rutscht. Und dann hast du eigentlich gar keine Zeit zum Streamen, aber ja, man hat es schon versprochen, man ist so angebunden. Und das stört mich so ein bisschen. Weil es kommt halt dann doch öfters immer vor, dass wir Besuch kriegen am Wochenende und einfach überraschend und. Und dann sitze ich da und sage, ich kann nicht sitzen bleiben, Leute, ich habe einen Stream. Ich will dann euch auch nicht hängen lassen, weil ich habe was versprochen, das halte ich dann auch, ja. Also es ist immer schwierig. Deswegen sage ich immer, ich bin lieber der Mensch, der lieber Überraschungsstreams macht, wie da jetzt Riesenplanung draus zu machen. Das geht mal, ja. Also es geht wirklich mal. So, bei der Professor Fantasy, der plant das ja auch sehr gern. Das ist ja dann auch kein Ding. Also bei solchen Sachen kann man das ja einmal im Monat machen. Also das kriege ich dann irgendwie hin. Und ja. Da sage ich allen Bescheid, so dieses Wochenende kommt keiner. So ungefähr, ja. Keine Zeit oder was weiß denn ich, oder ihr müsst euch mit meinem Mann begnügen. Deswegen bin ich lieber der Mensch von Überraschungsstreams, wie diese Planung. So. Das hätte man. Ach, wir haben ja schon 19 Minuten. Jetzt holen wir noch einen Fadenruss. Und ja, schauen wir mal. Weil so viel habe ich gar nicht mehr zu erzählen. 3842. Wo habe ich dich? Das bist du nicht. Hier. 3842. Jawohl. Ja, hier habe ich zum Beispiel mein Master Set nicht. Ganz einfach, weil es einfädig gestickt wird. Und daher, dass es einfädig gestickt wird. Und ich mein Master Set auf zweifädig geeicht habe, im Endeffekt, kann ich dieses Set nicht nutzen. Aber das ist ja nicht so schlimm.
Wie gesagt, ich wollte sie eigentlich auf 18 CT stecken. Aber es kommt meistens anders da, als man denkt. So, in diesem Sinne werde ich euch jetzt alleine lassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, schönes Wochenende, macht's gut und bis bald. Ciao!